Meine Geschwister, stellt euch vor, jemand würde zu euch sagen, die Person so und so, ihr wurde das Paradies versprochen. Was würde euch durch den Kopf gehen? Würdet ihr nicht alles daran setzen, zu erfahren, wie diese Person es geschafft hat, dass ihr das Paradies zu Lebzeiten zugesichert wurde? Diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam saß mit den Gefährten radiallahu anhu und plötzlich sagt er, jetzt wird ein Paradiesbewohner eintreten. Alle Gefährten drehten sich sofort um. Sie sahen gespannt auf die Eingangstür. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu beschrieb die Situation. Der Mann, der hereinkam, sein Bart war feucht. Seht mal, wie sehr sie sich auf den Mann fokussiert hatten, weil sie Jannah wirklich wollten. Am nächsten Tag sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erneut, jetzt wird ein Paradiesbewohner eintreten. Die Gefährten drehten sich erneut um. Sie wollten unbedingt wissen, was so besonders an dem Gefährten ist, sodass er ein Paradiesbewohner sein wird. Sie blickten alle gespannt zur Eingangstür. Am dritten Tag sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, jetzt wird ein Paradiesbewohner eintreten, der nicht weiß, dass ihm das Paradies versprochen wurde. Alle Gefährten drehten sich um. Am ersten, zweiten und dritten Tag war stets derselbe Mann hereingekommen. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu konnte sich nicht zurückhalten. Er ging zu diesem Mann und sagte, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Wir hatten einen Streit und ich habe geschworen, dass ich 3 Nächte nicht mit ihm sprechen werde. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich 3 Nächte bei dir verbringen würde? Der Mann willigte ein und nahm Abdullah bei sich auf. Abdullah wollte nur erfahren, was an diesem Mann so besonders war. Was er machte, damit ihm Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies verspricht. Sie gingen in sein Haus und Abdullah sah sich alles genau an. Er sagte, der Mann wachte mitten in der Nacht auf und sagte, Allahu Akbar und Zikrullah. Aber er stand nicht auf, um Qiyam al-Layl zu beten. Erst zu Fajr wachte er wieder auf und betete das Morgengebet. Abdullah sagte, ich verbrachte 3 Nächte mit ihm und fand nichts Außergewöhnliches. Der Mann tat weniger als die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also klärte Abdullah den Mann auf. Um ehrlich zu sein, ich hatte keinen Streit mit meinem Vater. Vielmehr wollte ich herausfinden, was du tust. Da der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Tage in Folge über dich sagte, dass du ein Bewohner des Paradieses sein wirst. Kannst du mir sagen, was du tust, um diese besondere Stellung zu haben? Der Mann sagte, ich tue nichts anderes als das, was du gesehen hast. Abdullah ibn Amr war enttäuscht und wollte gehen. Da rief ihn der Mann zurück und sagte, vielleicht weiß ich, was es ist. Abdullah kam sofort zurück. Was ist es? Der Mann sagte, bevor der Tag endet, gehe ich sicher, dass ich keinen Groll gegen irgendjemanden von den Muslimen hege und dass ich keinen Neid gegen irgendjemanden empfinde, wegen dem, was Allah ihm gegeben hat. Groll und Neid, von diesen 2 Eigenschaften reinigte er sich jede Nacht, bevor er zu Bett ging. Und er dankte Allah für das, was er hatte. Dankbarkeit. Habt ihr herausgefunden, wer der Mann war, um den es in dieser Geschichte geht?